Heute durchlebt Europa stürmische Zeiten. Und mehr denn je braucht es mutige Bürgerinnen und Bürger. Wichtig ist es, Frieden, Solidarität und gegenseitigen Respekt zu vertiefen. Wichtig ist zu vertiefen, nicht das, was uns trennt, sondern zu vertiefen, das, was uns eint. Ich hatte am vergangenen Freitag die Chance, im Vatikan Papst Franziskus zuzuhören, als er die Frage stellte, was ist mit Europa geschehen? Der Papst hat gesagt, wir sollten uns, ihr solltet euch den Gründungsvätern Europas wieder zuwenden. Es ist an der Zeit, für Europa zu kämpfen. Alle Europäerinnen und Europäer, die an dieses Modell der transnationalen Demokratie als das beste Modell für die Sicherung von Zusammenhalt und Frieden glauben, sind aufgerufen, aufzustehen und nicht länger zu schweigen. Im Europäischen Parlament in Straßburg begrüße ich den Mann, der den Papst hierher eingeladen hat, Parlamentspräsident Martin Schulz. Haben sich Ihre Erwartungen an den Besuch des Papstes heute erfüllt? Ja, ganz eindeutig. Der Papst hat eine, wie ich finde, sehr beachtete Rede gehalten, die quer über alle politischen Tendenzen hinweg Beifall gefunden hat. Aber nicht, weil es eine Rede war, die ihn zufriedenstellen wollte, sondern die Herzen der Leute ja erreicht hat. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Besuch. Kaum auf den Thron gehoben, hebt Martin Schulz bei den Beliebtheitswerten ab und zieht gleich auf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die würden 41% der Deutschen sofort wählen. Den gleichen Wert erzielt Martin Schulz.